So, hi, herzlich willkommen zu diesem neuen Video und willkommen aus Istanbul. Ich bin hier gerade angekommen mit dem Taxi und ja, jetzt geht's mit Turkish Airlines weiter nach Kairo. Morgen ist wirklich früher Morgen, wir haben es gerade 4 Uhr etwa. Also Abflug ist um 6.30 Uhr. Ja, ist früher Morgen heute. Ja, und falls euch wundert, warum ich um diese Uhrzeit fliege, nun, ich habe einen Stopover hier in Istanbul gemacht. Das heißt, ich bin gestern Morgen hier angekommen, jetzt geht es halt weiter nach Kairo. Und diese Stopover dürfen nicht länger als 24 Stunden sein, deswegen ging nur leider der ganz frühe Flug. Interessant. Bevor man den Flughafen rein darf, muss man schon durch eine Sicherheitskontrolle. Also so hoch ist das Sicherheitslevel hier. Hatte ich bisher noch nie gehabt, aber naja, wenn es gebraucht wird, dann ist es halt so. Und jetzt muss ich erstmal zum Check-in, um noch meinen Koffer einzuchecken. Denn dadurch, dass ich ja einen Anschlussflug habe, kann ich ja immer noch bei Turkish Airlines auch einen Koffer kostenlos einchecken. Wenn ihr nur noch in die Türkei fliegt, darf man bei Turkish Airlines im günstigsten Tarif übrigens keinen Koffer mehr einchecken. Das finde ich ein bisschen doof für eine Premium Airline. Aber ja, ich gehe jetzt erstmal zum Check-in-Schalter. So, Check-in ist durch. Ich habe mich jetzt mal hier an den E-Schaltern angestellt gehabt, denn das war der beste Weg gerade. Alle anderen sind ein bisschen überfüllt und hier gab es so ein Self-Check-in halt. Und dadurch, dass ich schon gestern in Athen eingecheckt wurde für meinen Flug nach Kairo, konnte ich ja nicht dahin gehen. Irgendwie wurde ich jetzt, weiß jetzt auch kein wirklich selbst checken, weil da saß noch meine Frau, die hat nochmal meine Dokumente überprüft und dann konnte ich meinen Koffer noch aufgeben. Also Selbstcheck-in oder Selbstcheck-in, keine Ahnung. Auf jeden Fall hat alles geklappt, jetzt bin ich durch, das ging super schnell, es war gar keine Wartezeit. Ja, deswegen kann ich jetzt gleich zur Sicherheitskontrolle gehen und auch zur Ausreise aus der Türkei. Ja, die Passkontrolle und die Sicherheitskontrolle sind jetzt durch, haben zusammen weniger als 10 Minuten gedauert. Ging also heute Morgen sehr schnell, würde aber auch da liegen, es ist halt kurz nach 4, also mittlerweile so 4.30 Uhr wahrscheinlich. Und da ist einfach nicht so viel los. Ja, und da sich mein Gate heute an den F-Gates befindet, bin ich natürlich schon mal in diese Richtung gelaufen. Man muss einfach sagen, der Flughafen ist echt schön und um diese Uhrzeit auch noch sehr leer, was ich auch sehr angenehm natürlich finde. So, hab mich jetzt mal bei Starbucks hingehockt. Einfach nur, um gerade noch eine heiße Schokolade zu trinken, weil es ja auch so früh am Morgen ist und ich noch nicht wirklich richtig gefrühstückt habe. Ist aber ein anderes Thema. Ist auch egal, jetzt mal ein paar Daten zum Flug. Also Flug von Istanbul nach Kairo sind so ungefähr 2 Stunden Flugzeit. Genau genommen 2 Stunden 15. Ganz halt mit Turkish Airlines in einem A321. Die genauen Registrierungsdaten blende ich euch einfach wieder mal ein. Und ja, Boarding ist bereits eine Stunde vor Abflug. Also das ist ein bisschen übertrieben, Turkish Airlines. Also man braucht kein Boarding eine Stunde vor Abflug. Das ist für den A321, für einen Whitebody wie die 777 oder der A350, ja klar. Aber für den A321 reicht ja in der Regel eine halbe Stunde. So, keine Ahnung, was das jetzt soll. Deswegen ist halt Boarding-Schaltung schon um 5.35 Uhr. Und ja, dann soll ich jetzt erstmal zum Flug alles erzählt haben. Und ja, wenn euch solche Videos gefallen, würde es mich halt auch freuen, wenn ihr meinen Kanal abonnieren würdet. Jeden Sonntag kommt da immer ein neues Video, möglichst viele verschiedene Airlines, möglichst verschiedene Flugzeuge und immer wieder neue Strecken und sowas halt auch alles. Ja, würde mich halt freuen, wenn ihr mich damit unterstützen könntet. Schreibt doch gerne einen Kommentar, gebt dem Video Like, wenn es euch gefallen hat. Dann sage ich schon mal Danke. Und ja, noch ein Tipp übrigens, in Istanbul hier. Wasser ist ziemlich teuer, aber bei Starbucks war es bisher am günstigsten mit 18 Lira. Kein Schimmer, wie viel genau das ist. Wahrscheinlich 1,20? Keine Ahnung. Ich blende euch auf jeden Fall mal ein. Und ja, dann kann ich jetzt zu meinem Gate gehen. Gate ist heute F9B. Ist nur ein paar Minuten Gehweg entfernt und Boarding ist in so einer Viertelstunde etwa. Aber dann gehe ich gleich mal hin. Genau, kurzes Wort zu dem WLAN hier. Also an sich, es gibt WLAN, es funktioniert auch soweit gut, aber das Anmeldeverfahren ist schon mal dämlich. Mit so einem SMS-Code oder mit seiner Passnummer. Das geht aber irgendwie nur mit türkischen Pässen. Und das Problem ist halt auch dadurch, dass ich hier gestern angekommen bin, mein Weiterflug aber erst heute ist und ich angeblich schon diese 60 Minuten Internet genutzt habe, habe ich aber kein Internet hier.
Das heißt, schau, was ist das denn für ein Schrott? An einem riesigen Flughafen wie Istanbul 60 Minuten maximal Internet anzubieten. Das ist einfach lächerlich. Innerhalb von 24 Stunden. Also das ist schon nee. Die meisten Passagiere haben ja auch eine längere Transferzeit. Und dass sie dann kein Internet haben, ist einfach Schwachsinn. Ich müsste jetzt 5 Euro bezahlen, um das WLAN zu nutzen, was schön am Antrag dessen, dass Istanbul ein riesiger Flughafen ist, einfach lächerlich ist. So, aber genug aufgeregt jetzt über die WLAN-Preise und nochmal schnell zum Boarding. Also das Boarding ist dann eigentlich erst um 6 Uhr gestartet. Es war einfach nur so früh angesetzt, weil die Gate Agents jeden Pass nochmal überprüft haben einzeln, bevor das richtige Boarding gestartet ist. So, Boarding ist gestartet. Also halt Business Class, dann die Reihen 18 bis 36 und dann erst die normalen Economy-Reihen davor. Und wie ihr seht, jetzt im Flugzeug muss ich eine Maske tragen, aber hier am Flughafen in Istanbul muss man keine tragen. Was ja schon mal sehr angenehm ist. Und ja, jetzt geht es rein ins Flugzeug. Und da ich das mit vorderangestellten Flugzeug gemacht habe, bin ich jetzt auch der Erste gewesen von der Economy Class. Also das ist ja das Beste. Und trotzdem ist das Boarding noch nicht fertig. Genial. Wir räumen gerade noch ein paar Sachen ein. Aber recht schnell haben sie die Sachen dann noch eingeladen und wir konnten dann auch ins Flugzeug gehen. In der Flugzeugbrücke ganz vorne war dann auch dieser Wagen, wo man sich halt so ein Hygienekit und Kopfhörer rausnehmen konnte. Und ja, das habe ich natürlich auch gemacht, um es euch auch zu zeigen. Und ja, jetzt haben wir einen Blick von draußen auf das Flugzeug. Und ja, jetzt sind wir drin im Flugzeug und damit gleich mal zur Sitzplatzkonfiguration. Es gibt insgesamt 182 Sitze in diesem Flugzeug, davon sind 20 in dieser Business Class, in dieser, ja, 2-2 Business Class, diese schön neue von Turkish Airlines, die echt super aussieht. Und dann gibt es halt noch 162 Sitze in der normalen Economy Class, wo ich heute sitze, in der 3-3 Konfiguration. Ist auch eine neue Economy Class und dieses ganze Flugzeug ist ja natürlich auch nicht alt. Also dieses Flugzeug ist jetzt gerade mal 2 Monate alt zum Zeitpunkt, wo ich fliege. Und ja, ich sitze heute in der Reihe 26 auf dem Sitzplatz 26A. Und das ist schon recht weit hinten im Flugzeug. Wie man sehen kann, gerade ist die Kabine noch leer und die Kabine ist einfach so richtig schön neu und so wunderschön. Sowas würde ich mir auch bei Lufthansa wünschen. So, Fenster im Flugzeug ist auf jeden Fall die neue Economy Class von Turkish Airlines und sie gefällt mir grundsätzlich sehr gut. Sitzabstand ist leider sehr beengt. Der Bildschirm ist echt klasse und Sauberkeit könnte besser sein. Aber ansonsten gefällt es mir sehr gut. Und viele tragen übrigens eine Fellmaske und werden von der Flugbegleitung daraufhin ermahnt. So, was ich gerade meinte, erkläre ich jetzt noch im Detail. Also das Entertainment-System kann man auf Deutsch einstellen und das zeige ich später alles noch genau im Detail. Und das Schöne ist übrigens, dass man diesen Bildschirm auch also halt so anklappen kann, falls der Vordermann sich zurücklehnt. Finde ich immer ganz gut. Wird leider nicht bei allen Airlines so angebracht. Daneben gibt es noch einen Kleiderhaken und unter dem Bildschirm befindet sich auch ein USB-A-Anschluss und der Kopfhöreranschluss. Eine Steckdose habe ich übrigens nicht gefunden. Der Tisch ist groß genug auf jeden Fall. Für die Economy Class lässt sich auch so rausziehen und da gibt es nicht zu meckern. Ja, der Sitzabstand ist so, nicht so gut. Könnte wirklich besser sein. Also meine Knie reichen da schon fast an den Vordermann. Das ist schon ein bisschen eng. Die Sitztasche ist immer groß genug. An der Seite fallen aber die Sachen gerne raus. Also auch so eine mittelmäßig gute Lösung. Und Sauberkeit ist leider nicht vorhanden da. Also da liegt auch noch irgendein Zettel vom Vordermann und Dreck auch, den man hätte wegmachen können, müssen. Aber ja, immerhin, es gibt 2 kleine Taschen, wo man auch so zum Beispiel sein Handy reinpacken kann. Und übrigens, ja, wenn man Sachen reinpackt, hat man überhaupt keinen Sitzabstand mehr. Was echt toll ist. Ja, und die Kopfstütze lässt sich übrigens auch hoch runterschieben und auch von der Seite her so anklappen. Und ja, das Gute ist auch, die Kabine ist heute nicht so voll, deswegen sind die Gepäckfächer und so auch nicht so voll. Und ja, das macht den Flug ja auch insgesamt entspannter. So, mal kurz noch zur Karte, denn ich will euch mal zeigen, wie die Route heute genau ist, für die, die jetzt keine Karte vor sich im Auge haben sozusagen. Halt, ja, von Istanbul, der größten Stadt der Türkei, in die größte Stadt Ägyptens, nach Kairo. Einmal übers Mittelmeer. Wie man das schwer erkennen kann, habe ich hier meinen Fensterplatz. Der war übrigens auf diesem Flug, ich glaube, mit sich 18 Euro hat er mich gekostet. Für diese Sitzplatzreservierung vorhin, was ich eine Menge finde. Wahrscheinlich wäre beim Check-in kostenlos gewesen, aber ich wollte sicher gehen. Und so habe ich den Fensterplatz jetzt und ihr könnt die besseren Aufnahmen sehen. Auf jeden Fall sehr, sehr teuer, finde ich. 18 Euro für einen 2-Stunden Flug. Ja, ganz schön. Was intensiv. Ja, aber immerhin habe ich 2 Fenster an meinem Platz und ja, immerhin etwas. Good evening, welcome on board. Today is your captain's from Flight Deck are
Hasan Akın, Ahmet Aslan Türk. Okay, bro. We will be ready in 10 minutes and we have planned today's flight as 1 hour 50 minutes at altitude 35,000 feet. We will inform you before descent with the latest information. Have a nice flight. So, das ist immer hoher Checkpoint. Ich habe die komplette Reihe für mich. Damit ist das mit dem Sitzabstand auch gar nicht mehr so schlimm, denn ich kann meine Beine ja anderweitig ausstrecken. So was nennt man echt Glück. Ich glaube, die Passagiere sind nicht aufgetaucht, weil der eine Gate-Agent ist immer aufgetaucht. Entweder war ihr Anschlussflug verspätet oder die sind einfach nicht aufgetaucht. Egal, ich habe eine Reihe für mich. Ja, damit geht es jetzt auch zum Pushback und dann auch gleich zum Start, aber vorher noch der Sicherheitsplan. Ja, dem schönen Abflug aus Istanbul geht es jetzt ein bisschen mehr um das Flugerlebnis während des Fluges. Und anfangen tun wir damit einfach mal mit dem Entertainment-System, denn auch im A320 gibt es bei Turkish Airlines ein Entertainment-System und das ist ein verdammt gutes. Angefangen mit dem Film halt, es gibt eine riesige Filmauswahl, es gibt über 500 Filme und davon auch viele in Deutsch, wie zum Beispiel gerade sehen könnt bei Space Jam, gibt es in Deutsch und viele verschiedene andere Filme auch. Nicht jeder Film ist natürlich auf Deutsch verfügbar, aber sehr, sehr viele. Zum Beispiel auch Spider-Way No Way Home, auch auf Deutsch verfügbar. Und ja, freut mich natürlich sehr auf den Flug von der Türkei nach Ägypten, was jetzt eigentlich nichts mit Deutschland zu tun hat, aber man hat ein Entertainment-System. Bei den Serien sieht es ein bisschen anders aus. Da gibt es halt noch mehr Auswahl. Da gibt es über 1200, fast 1300 Folgen. Aber da gibt es irgendwie mehr englische Sachen als deutsche. Aber zum Beispiel Young Sheldon gibt es nur auf Englisch. Musik gibt es natürlich auch und da auch eine riesige Auswahl. Also 1800, fast 1900 Songs sind einfach Wahnsinn. Kindermodus gibt es auch und ja, braucht natürlich nicht jeder. Ich brauche es natürlich auch nicht. Hörbücher gibt es auch, da ist die Auswahl eigentlich nicht so riesig. Sie ist immer noch sehr, sehr groß mit 115 Hörbüchern, also völlig ausreichend. Ja, aber jetzt mal noch kurz zur Karte. Und die habe ich vorhin schon ein bisschen gezeigt. Was im A321 schade ist, es gibt leider keine Kameras, wie zum Beispiel in der 777. Aber das ist nun mal so. So, wie ihr gerade sehen könnt, sind wir schon zumindest aus der Karte auf der Hälfte der Strecke. Im Video noch nicht ganz. Und es gibt halt noch ein paar andere Funktionen. Also man kann sich halt so verschiedene Winkel vom Flugzeug anzeigen lassen. Ja, ganz interessante Sachen. Man kann da ein bisschen rumspielen und sich verschiedene Punkte halt auf der Welt auch anzeigen lassen. So ein Tag-Nacht-Modus und sowas alles. Insgesamt sehr interessant. Ein Spielemodus gibt es auch noch. Nicht super viele, aber wem langweilig ist und das machen möchte, dem reicht es, glaube ich, aus. Und ja, insgesamt ein wirklich sehr, sehr tolles Entertainment-System. Die Crew hat dann auch relativ schnell diese Einreiseerklärung für Ägypten ausgeteilt. Und was richtig toll ist, sie haben einen Stift damit rausgegeben, was viele ernst nicht machen. Auf dem Zettel müsst ihr übrigens Name, Passnummer und sowas halt alles eintragen. Ja, und
bereits gesagt, beim Einstieg gab es ein Hygienekit und auch Kopfhörer dazu. Im Hygienekit war eine Maske und zwei Desinfektionstücher. Das Desinfektionstuch war dann so groß. Völlig ausreichend, um auch die Hände sauber zu machen und sowas alles. Die Kopfhörer sind halt Kategorie, ja, wenn man nichts anderes hat, dann sind die gut genug. Aber ansonsten ist die Klangqualität grausam, aber wie gesagt, es ist für Leute, die keine mit haben. Ja, nachdem wir jetzt die Türkei verlassen haben, gibt es auch endlich den Service. Der wurde mir dann so gebracht, es gab leider keine Auswahl, aber er wurde mir sogar einzeln aus der Galley gebracht. Lag allerdings daran, dass ich so weit hinten saß. Genau, und die Sachen mal abgemacht, die ganze Folie und sowas. Es gab halt ein Rührei mit Toast, dazu ein warmes Brötchen, Salat mit Käse, also Gemüse mit Käse besser gesagt, Butter, ein Joghurt, Wasser gab es noch dazu. Ich finde es immer komisch in diesen Bechern. Und dann gab es auch noch so eine Kirschkonfitüre. Und ja, dazu gab es übrigens Metallbesteck, was ich immer sehr schön finde, weil das Messer irgendwie ein bisschen komisch geformt war. Aber ich finde Metallbesteck immer schön. Unter dem Rührei war dann übrigens auch noch Schinken drin und es hat so lecker geschmeckt. Also Turkish Airlines, ihr habt einen tollen Job gemacht und es ist wirklich kaum zu übertreffen. Ein Getränk nach Wahl gab es übrigens dazu noch auch. Und ich habe mich jetzt für einen Orangensaft entschieden, einfach weil es relativ früh war. Und ja, man hätte aber auch Softgetränke oder was anderes nehmen können. Und ja, eine Toilette gibt es natürlich auch noch. Hinten im Flugzeug ist die jetzt. Und Sauberkeit stimmt. Es gibt Desinfektionsmittel, Seife, alles vorhanden. Groß genug ist er auch. Und ein Wickeltisch, Toilette, alles vorhanden. Tücher, ja, kann ich mich auf jeden Fall nicht beschweren. Und alles vorhanden, Sauberkeit ist auch okay. Und ja, von hinten sieht die Kabine dann so aus. Und ich laufe gerade zurück zu meinem Platz. Und ja, zurück auf meinen Platz, möchte ich mir noch zeigen, was es in der Sitztasche gibt. Es gab halt diese Sicherheitskarte, die natürlich noch sehr schön neu ist. Und ja, sollte eigentlich jeder verstehen. Und dazu gibt es halt noch eine Kotztüte. Ein Bordmagazin gibt es aktuell nicht. Ja, und über den Köpfen gibt es natürlich auch noch Sachen. Es gibt einerseits individuelle Leselichter und individuelle Lüftung. Und dann auch noch die Anstandszeichen, den Crew Call und sowas halt alles. Und ja, währenddessen fliegen wir weiter über das Mittelmeer. Und ich will hier noch das WLAN zeigen. Denn eigentlich gibt es in diesem Flugzeug WLAN, dafür muss man diesen Link kopieren und den in seinen Browser seiner Wahl eintragen. Und dann kann man sich eigentlich mit dem WLAN verbinden. Leider war das WLAN ausgeschaltet auf meinem Flug, deswegen kann ich es euch nicht näher sagen. Die Preise sind dann aber so zwischen 3 und 20 Euro. Ja, währenddessen haben wir auch gerade schon Ägypten erreicht und starten unseren Landeanflug so langsam auf Kairo. Und ja, jetzt genießt einfach die schönen Aussichten über Ägypten und den Anflug direkt über Kairo. Gentlemen and dear children, we hope that you had a pleasant flight. Thank you for flying with Turkish Airlines, a member of Star Alliance. We would like to say goodbye and hope to meet you again. Dear passengers, according to Egypt customs regulations, all domestic transit passengers connected to Luxor, Aswan, Sharm el-Sheikh, Hurghada, Marsa Alam, and Alexandria
must claim their luggage in the arrival hall or final destination. All other domestic transit passengers must recheck their luggage at related airlines transfer desk after customs control. Thank you. Willkommen an unserem Gate, verlief das Deboarding dann noch etwas chaotisch. Alle wollten raus und es hat sich geschaut und mir war es wieder zu doof. Deswegen habe ich wieder gewartet, bis alle anderen so fast raus waren. Und ja, also wirklich nicht gut gemacht von den Leuten, aber das ist halt immer, erlebe ich immer wieder. Immerhin so kann man noch einen Blick auf die Kabine werfen und auf die schöne Economy Class, auf die schöne Business Class. Und ja, jetzt sind wir hier angekommen in Kairo. Angekommen hier in Ägypten. Es ist übrigens eine Stunde Zeitunterschied, also jetzt ist es 9 Uhr in Istanbul und 8 Uhr hier in Kairo. Ja, ich gehe gleich erstmal noch zur Einreisekontrolle, mal sehen, wie lange es dauert. Da muss man sich übrigens vorher noch so ein Visum kaufen, das kostet 22 Euro, 25 US-Dollar. Das muss ich mir auf jeden Fall gleich noch kaufen, bei der Bank of Egypt. Und ja, dann gehe ich erstmal gleich noch dahin. Ist hier gerade in Ägypten gelandet. Da drüben steht noch der Flieger. Und ja, so als Fazit, also ich bin von Turkish Airlines jetzt, das war ja mein zweiter Flug mit denen, diesmal ja Narrowbody, und ich bin einfach begeistert von denen. Es ist eine super Airline. Es funktioniert, es passt wirklich, das Essen ist top. Sitzabstand, gut, der Sitzabstand hätte ein bisschen besser sein können, ich bin damit klargekommen jetzt für den Flug. Nur eine Sache nervt mich ein bisschen: Wenn ihr Flüge direkt in die Türkei bucht, dann ist kein Gepäck mehr inklusive. Und das finde ich ein bisschen scheiße von Turkish Airlines. Transferpassagiere sind davon nicht betroffen, aber halt so Passagiere, die nur in die Türkei fliegen. Und ja, finde ich, sollte man nicht mal als Premier Airline machen. Ich meine, man kennt es in der Luftfahrt, ist ja nichts Neues. So, bin jetzt gerade schon ein bisschen weitergegangen. Also, Turkish Airlines ist wirklich eine Top-Airline. Da lässt sich eigentlich kaum was beschweren. Schade, dass das WLAN ruhig nicht an war, aber ansonsten war es wirklich ein Top-Flug. Ich war gerade auch schon beim Schalter, wo man sich sein Visa holt. Das sieht dann so aus. Kostet 25 US-Dollar oder 22 Euro. Ja, und geht so ganz schnell. Am besten, wenn ihr ein paar US-Dollar übrig habt, nehmt die lieber mit, dann geht es einfacher. Und ich gehe jetzt gleich zur Grenze rüber, die nicht allzu voll scheint. Die Einreise war sehr schnell. Ich musste nur meinen Pass, das Visum und den Einreisezettel vorzeigen und musste keine weiteren Fragen beantworten. So, mittlerweile habe ich auch mein Gepäck hier abgeholt und dann kann ich gleich in die Stadt fahren. Wir haben es jetzt ungefähr 9 Uhr morgens, das heißt, ich habe ein bisschen Zeit, bis ich mein Hotel kann. Aber mal sehen, was ich jetzt mache. Ich freue mich auf jeden Fall, jetzt bin ich endlich in Ägypten und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Dann sage ich ciao und dann hoffe ich bis zum nächsten Mal. Wenn euch so etwas gefällt, auch gerne meinen Kanal abonnieren, kommentieren, liken, ihr kennt's. Und dann. Und übrigens, ich muss nochmal durch die Sicherheitskontrolle. Also, ja, eine Menge Sicherheitskontrolle hier gibt und was wird wohl nötig sein. Naja, dann hoffe ich, dass es euch gefallen hat und ciao.